Kartoffeln in Waschmittel und Zahnpasta? Weitere spannende Facts erfährst du, wenn du dranbleibst. Die Kartoffel ist ein typisch deutsches Lebensmittel und aus unserer Ernährung gar nicht mehr wegzudenken. Dabei liegt sie immer nur nebendran und wird gar nicht so richtig beachtet. Dabei ist sie wirklich gesund und hat es mehr als verdient, beachtet zu werden. Typisch deutsch? Von wegen. Das erste Mal beobachtet wurde die Kartoffel in den südamerikanischen Anden 8000 vor Christus. 900 vor Christus wurden sie dann tatsächlich auch schon angebaut. Als die Inkas dann im 13. Jahrhundert das Gebiet übernehmen, wird der Kartoffelanbau ausgeweitet. Im 16. Jahrhundert bringen dann die Spanier die Kartoffel nach Europa. Im 18. Jahrhundert werden sie dann auch bei uns verzehrt. Und im 19. Jahrhundert dann schließlich zum Grundnahrungsmittel. Sie sind auf der ganzen Welt für unseren Kartoffelverzehr bekannt. Und das auch nicht zu Unrecht, obwohl er jetzt mit der Zeit so ein bisschen abnimmt. 1900 waren es noch pro Kopf pro Jahr 285 Kilogramm Kartoffeln, die gegessen wurden. Jetzt sind es nur noch so 60 bis 72 Kilogramm. Weitere Namen der Kartoffel sind Erdapfel, Grundbirn und Ackergold. Gehört, genau wie die Aubergine und die Paprika, zu den Nachtschattengewächsen. Kleiner Fakt am Rande, mit der Süßkartoffel ist die normale Kartoffel nicht verwandt, obwohl es der Name annehmen lässt. Die Süßkartoffel gehört zu den Windengewächsen. Es gibt tausende von Sorten weltweit. Bei uns in Deutschland sind allein 219 Sorten zugelassen. Und auch die Zubereitungsart kann nicht unterschiedlicher sein. Man kann sie backen, braten, dünsten, man kann sie frittieren, zu Püree verarbeiten, Pommes, alles. Nicht gesund? Von wegen. Okay, wenn ich etwas frittiere, dann ist es nie gesund. Von daher, sorry Pommes oder Chips, aber ich spreche hier von der reinen Kartoffel. Und die ist reich an Vitamin B1, B6, an Vitamin C. Und zwar enthält sie genauso viel Vitamin C wie ein Apfel. Sie enthält viel Kalium und Magnesium. Die Kartoffel macht satt und enthält auch gar nicht so viele Kalorien, wie man jetzt vermuten mag. Und zwar nur 70 Kilokalorien auf 100 Gramm. Das ist halb so viel wie die gleiche Menge an Nudeln zum Beispiel. Laut einer Untersuchung der Universität in Sydney, bei der die Teilnehmer unterschiedliche Lebensmittel essen sollten und dann sagen sollten, wie satt sie sind, hat die Kartoffel am besten abgeschnitten, weil sie halt sehr stärkehaltig ist. Verwendung der Kartoffeln in Deutschland. 60% der Kartoffeln werden auch tatsächlich als Nahrungsmittel verzehrt. 30% werden für die Herstellung von Stärke genutzt. 4% für die Herstellung von Alkohol und der Rest wird für Futtermittel verwendet und für Saatgut. Kartoffeln in Waschmittel und Zahnpasta? Ja, richtig gehört. Die Stärke der Kartoffeln wird unter anderem zur Herstellung von Zahnpasta, Waschmittel, aber auch Tabletten, Baustoffe und Papier genutzt. Roh essen? Ja oder nein? Lieber nein, weil die Kartoffel erst nach dem Kochen seine Struktur verändert. Und hier besonders die Struktur von Stärke. Die würde nämlich Rohverzehr zu Magenschmerzen führen. Also lieber kochen, bevor man es isst. Kartoffeln enthalten den Bitterstoff Solanin, der auch in unreifen Tomaten vorkommt. Deswegen sollte man unreife Tomaten und rohe Kartoffeln auch nicht in großem Umfang essen, weil es dann zu einer Solaninvergiftung kommen kann. Hier spreche ich natürlich von großen Mengen. Also wenn ihr ein winzig kleines Stückchen Kartoffel esst, dann werdet ihr nicht sterben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr das nicht bereits schon getan habt und natürlich einen Daumen hoch zu hinterlassen. Ich bin Sarah von Sarah Scream, bis zum nächsten Mal.